Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Morbius, ein weiterer Film von Sony aus dem Marvel-Universum und man muss sagen, der ist jetzt sehr oft verschoben worden, dementsprechend ist er eigentlich vor dem letzten Venom- und Spider-Man-Film angesetzt und im Film ist davon relativ wenig zu sehen, aber wie es genau aussieht, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Du verstehst das nicht. Doch, ich verstehe es. Bitte, habe ich dir jemals was verwehrt? Ich kann es nicht kontrollieren! Was? Du darfst weiterleben und ich soll sterben? Ist es das? Das ist ein Fluch. Im Grunde wird hier die Origin-Geschichte von Morbius erzählt, genauer dem Dr. Morbius, der eben ja schwer krank ist und versucht durch verschiedene Therapien, Gentherapien, die nicht ganz so legal sind manchmal, sich am Leben zu halten bzw. zur Stärke zu kommen. Und das Ganze geht dann in Anführungszeichen nicht wirklich schief, aber es wird extremer und er wird zu einer Art übernatürlichem Wesen, einer Art Fledermaus-Vampirwesen, so würde ich es mal nennen. Das ist eigentlich erstmal das größte Problem für ihn, damit irgendwie klarzukommen. Aber als dann sein Freund, der ebenfalls schwer krank ist, ebenfalls sich das spritzt ohne seine Zustimmung, ja, will der einfach das Ganze ausleben. Und das Problem ist, ja, um am Leben zu bleiben, braucht man eben Blut. Und sein Freund Milo ist einfach skrupellos und fängt an zu morden und er muss ihn irgendwie aufhalten. Das ist die Grundstory. Die erste Stunde, muss man sagen, funktioniert relativ gut. Der Film nimmt sich insgesamt ein bisschen zu ernst, was ich schade finde, weil das hat diese Marvel Cinematic Universe Filme immer ein bisschen ausgemacht, dass die etwas lockerer und frischer sind und nicht zu viel auf die Ernsthaftigkeit ihrer Figuren setzen. Das ist hier jetzt schon sehr, also so richtiger Humor oder Jokes gibt es eigentlich gar nicht. Und dementsprechend ist das sehr ernst, aber es funktioniert eigentlich die erste Stunde recht gut und er ist auch nicht so ultra CGI-lastig wie jetzt andere, wie Venom zum Beispiel. Das ändert sich aber in der zweiten Hälfte. Dort wird dieser Kampf zwischen diesen zwei Wesen sozusagen so extrem CGI-lastig, dass wir wieder bei Venom angekommen sind und dass die zweite Hälfte storytechnisch viel zu schwach ist, vor allem weil aus dem Gegenspieler, dem Antagonisten, eigentlich nichts rausgeholt wird. Er hat zu wenig Hintergrund, der Charakter wird nicht fein genug ausgearbeitet, da wäre wesentlich mehr drin gewesen. Dementsprechend storytechnisch nur 2 von 5 Punkten. Weiter geht's zum Schauspiel. Da muss man sagen, macht Jared Leto das eigentlich relativ gut. Der ist wieder so Method-Acting dabei, also extrem runterhungern und dann wieder fettes Sixpack, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, wie viel davon echt ist, aber er macht das schon eigentlich ganz gut, auch dieses leicht verruchte, mystische rüberzubringen. Das ist okay. Auf der anderen Seite haben wir aber auch zum Beispiel Matt Smith. Der macht einen guten Job, aber leider ist seine Rolle ein bisschen flach und da kommt zu wenig rüber. Da wäre mehr drin gewesen. Der Rest vom Cast, einige bekannte Gesichter mit dabei, aber da wird zu wenig rausgeholt, dementsprechend an der Stelle da nur 3 von 5 Punkten. Technisch muss man sagen, ist bei dem Film nicht wirklich viel real, vor allem wenn man sich das Making-of oder das B-Roll ansieht. Da sieht man, dass ganz viel einfach im Computer CGI-mäßig entstanden ist und der Film sehr, sehr wenig reale Momente hat. Ganz viel Studio, ganz viel nachträgliche Sachen, die da reinkamen, sei es CGI, aber auch was farblich, was die Stimmung angeht, alles komplett verändert. Und das ist im Film teilweise wirklich spürbar, vor allem die zweite Hälfte ist super CGI-lastig. Das sieht zwar alles relativ hochwertig und okay aus, ist aber an vielen Stellen einfach ein bisschen too much. Dieser CGI-Overkill brauche ich auch nicht unbedingt. Aber das hat ja bei Venom relativ gut funktioniert, deswegen hat man es hier wahrscheinlich auch darauf abgezielt, auf die gleiche Zielgruppe. Insgesamt sonst ist zum Beispiel der Schnitt auch gar nicht so hektisch wie bei Venom. Das ist alles etwas klassischer, leichter und vor allem etwas langsamer, was wichtig ist. In der zweiten Hälfte wird das dann teilweise aber wieder vollkommen über Bord geworfen, was schade ist. Dementsprechend technisch insgesamt okay, aber da wäre mehr drin gewesen im Sinne von, ja, mal ein bisschen runterfahren und ein bisschen sich auf einzelne Sachen konzentrieren, anstatt, also Qualität anstatt Quantität. 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Morbius ist am Ende ein Film geworden, der okay ist. Er ist nicht überragend, aber er funktioniert halbwegs okay im Kino. Er kommt natürlich an die letzten Filme nicht unbedingt dran, wobei ja Spider-Man eine ganz andere Nummer ist, aber es geht hier eher so um Venom. Das ist okay, aber da ist ungefähr gleiches Level, das ist die gleiche Zielgruppe. Und das größte Manko ist so ein bisschen das CGI und dass der Film sich zu ernst nimmt. Sonst ist es eigentlich okay und Jared Leto macht da eigentlich auch einen ganz guten Job. Dementsprechend insgesamt 3 von 5 Punkten von meiner Empfehlung. Und insgesamt sind wir dann auch bei einer halbwegs soliden Wertung von 11 von 20 Punkten. Das ist in Ordnung, den kann man sich anschauen, aber man wird auch nichts großartig verpassen, wenn man sich den jetzt zu Hause anschaut.
Dementsprechend, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!